Hallo, herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Heute stehe ich nicht hinter meinem Herz, sondern vor meiner Küche, denn heute möchte ich euch meine Küche zeigen, die ich eben vor kurzem gekauft habe. Ich habe ganz viele Anfragen dafür bekommen, ich soll endlich mal meine Küche zeigen, also war ich praktisch schon gezwungen, dieses Video zu drehen. Und heute möchte ich euch kurz und knapp hoffentlich in diesem Video erzählen, wie es zu diesem Küchenkauf kam. Was ich gut finde, was ich nicht gut finde. Am Ende des Videos werde ich euch auch ein paar Tipps geben zum Küchenkauf und werde euch dann noch eine Vorschau geben, was in nächster Zeit an Videos auf euch zukommt. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit rein und zeige euch die einzelnen Stationen, erzähle euch kurz was dazu und dann hört ihr eben die Vor- und Nachteile und eben auch ein paar Tipps, was ihr vielleicht besser machen könnt. Wenn ich schon mal hier stehe, möchte ich einfach mal anfangen und euch sagen, wie ich die Küche aufgeteilt habe. Natürlich spielen jetzt bei mir viele Faktoren mit. Mir war es zum Beispiel wichtig, dass ich eine Kücheninsel habe und im hinteren Bereich eben meine Küche ist. Und wir stehen hier in unserer Küche. Mein Mann steht gerade im Wohnzimmer und wir haben hier unser Esszimmer. Das zeige ich euch dann noch. Und zwar war es mir wichtig, dass ich eine offene Wohn-Essküche habe, weil ich ein Mensch bin. Ich stehe immer in der Küche, auch wenn ich Besuch habe. Dann möchte ich mich mit meinen Gästen unterhalten. Und es gibt natürlich Argumente, die dagegen sprechen. Zum Beispiel sagen viele, wenn man eine offene Küche hat, dann riecht die ganze Wohnung nach Essen. Oder wenn sie dann mal dreckig ist, dann sieht man das direkt. Ich will die Tür zumachen und dann habe ich einfach eine saubere Wohnung. Bei mir ist das Ganze ein bisschen anders. Ich habe ja gesagt, ich stehe gerne in der Küche, arbeite gerne und will mich währenddessen mit meinen Gästen unterhalten. Ich arbeite aber auch so, dass meine Küche eigentlich immer sauber ist. Also wenn dann vielleicht mal ein Blech rumsteht, weil wir gerade das Essen serviert haben, stört mich das nicht, weil ich ja hier lebe und hier wohne. Aber ich arbeite eben auch immer so, dass ich immer während meiner Arbeit auch aufräume. Also ihr kennt es ja aus meinen Videos, wenn ich einen Rührteig gerührt habe und der im Ofen steht, dann habe ich in der Zeit auch schon wieder meine Küchenmaschine sauber gemacht. Und ich finde, so muss man auch arbeiten, so ist es effizient. Und das war mir einfach wichtig, dass wir eine offene Wohn-Essküche haben und deswegen auch die Insel, dass ich eben immer mit dem Blick darüber schauen kann. Natürlich ist es bei mir ein bisschen anders, weil ich ja auch die Videos für euch mache. Ich wollte zum Beispiel eine ganz weiße Küche. Ging dann nicht, weil wir das ausprobiert haben und in einer weißen Küche wäre das mit dem Hintergrund nicht so schön geworden. Das wäre viel zu kalt gewesen und deswegen haben wir uns jetzt auch für dieses leichte Grau entschieden und für die graue Arbeitsfläche, weil man so eben die Ergebnisse viel besser sieht. Und ein großes Anliegen von mir war natürlich, dass ich ganz viel Stauraum habe. Und das war eigentlich so das Hauptaugenmerk der Küchenplanung, dass ich viele Schubladen habe, viele Schränke habe, weil ich einfach unglaublich viel Werkzeug habe. So sieht die Küche übrigens aus, wenn sie abgedunkelt ist. Also ich kann es nicht ganz dunkel machen, weil wir haben nur so Jalousien an unseren Fenstern und die Fenster sind sehr groß. Und so sieht es einfach aus, wenn wir gar kein Licht anhaben. Hier oben in der Küche habe ich übrigens auch noch kein Licht. Wir haben da einfach noch nichts Passendes gefunden und jetzt hängt da halt das Kabel hier herum. Und das ist einfach ganz schön, wenn wir zum Beispiel abends dann mal Zeit haben und Fernsehen gucken, kann man hier in der Küche einfach so ein bisschen indirektes Licht machen. Und zwar habe ich das einmal an der Arbeitsplatte und einmal auch hier unten, da wo jetzt die zwei Kerzen stehen. Und dann hat man da eben nicht so ein direktes Licht, aber wenn man sich zum Beispiel mal einen Snack machen will, geht man einfach in die Küche und kann sich das da zubereiten, ohne dass man eben im Dunkeln steht. Weil jetzt haben wir ja gerade Tag und jetzt ist es ein bisschen hell, aber nachts ist es eben dunkel, logisch. Und hier oben habe ich meine Dunstabzugshaube und an der habe ich auch Licht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von der Seite aus... Ah doch, es geht. Da habe ich auch das Licht und zwar ist das so ein ganz schönes, helles, weißes Licht, weil das dann direkt in die Töpfe reinschaut und da hat man dann eben ein besseres Licht. Das brauche ich eigentlich nur, wenn ich was filme, ansonsten ist es hier immer schön hell und das Licht da hinten brauche ich eigentlich echt relativ selten. Ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz meine Aufteilung und zwar habe ich hier meine Kücheninsel mit einer Arbeitsplatte, viel Arbeitsplatz und meinem Ofen, meinem Herd und darüber meine Dunstabzugshaube. Im Hintergrund könnt ihr eben die Küchenzeile sehen. Links ist ein Kühlschrank, ein kleiner, den zeige ich euch später. Da hinten habe ich meine Hochschränke, in denen ich eben Stauraum habe. Darunter natürlich das Spülbecken und auch viel Arbeitsplatz, um eben zum Beispiel auch Sachen abzustellen. Hier rechts habe ich meine zwei Backöfen, zu denen ich später noch was sage. Und weil dieser Kühlschrank hier links zu klein ist, haben wir uns noch einen anderen Kühlschrank geholt und der steht einfach
rechts neben der Küche, und zwar ist es der Kühlschrank, und da rechts geht es zum Wohnungsausgang. Also da war einfach so eine Einrichtung, und da haben wir jetzt noch einen Kühlschrank reingestellt. Wie gesagt, habe ich hier die Herdplatte und darüber eine Dunstabzugshaube, aber ich habe jetzt hier keine normale, weil normalerweise hängen die ja hier herunter und ziehen dann direkt den Dampf weg. Das ging bei mir nicht, weil ich ja Videos drehe, und dann hätte ich hier im Gesicht immer diese Dunstabzugshaube. Deswegen haben wir so einen Deckenlüfter, der da oben ist, und ich habe dafür eine Fernbedienung hier in der Schublade. Und hier kann ich dann eben das Licht einschalten oder eben die Dunstabzugshaube bedienen. Das hat jetzt keinen Kanal nach draußen. Das hat einen ganz dicken Filter drin und macht dann eben die Luft wieder rein. Und diesen Filter muss man dann immer mal wieder waschen, so alle 2 Wochen. Und so wird es eben hier dann mit der Luft geregelt. Die Fernbedienung habe ich immer in meiner Schublade, weil ich da einfach schnell drankommen kann und sie aber auch nicht herumsteht. Meinen Herd zeige ich euch jetzt, und zwar habe ich einen Induktionsherd gewählt. Würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich für den Induktionsherd jetzt auch extra Topfgeschirr brauche. Mein altes Geschirr war nicht induktionsgeeignet, und jetzt habe ich mir ganz schnell Töpfe gekauft, die grottenschlecht sind. Die habe ich hier drin. Übrigens zeige ich euch meine Küchenorganisation, wie ich es eingerichtet habe, mal anders. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Topf nehme und den einschalte, den bedient man hier mit einem Touchscreen. Da bin ich noch so ein bisschen gespaltener Meinung, also so ein Touchscreen mag ich eigentlich nicht so gerne, weil wenn man mal fettige Hände hat, dann geht es nicht richtig, aber ich habe auch nicht oft fettige Hände, also ja. Das bedient man dann einfach hier mit der Slide-Funktion, und ihr hört das wahrscheinlich schon, ich gebe mal das Mikrofon dran. Also total das Summen, und das kommt einfach daher, da anscheinend Lufteinschlüsse in den Töpfen sein können, und dann gibt es einfach diesen hässlichen Ton, den ich absolut nicht leiden kann. Und auch wenn man Haustiere hat oder Kleinkinder, die hören das. Und es kann eben ziemlich störend sein. Die Vorteile von der Induktionsplatte sind einfach, dass sie schneller erhitzen und auch nicht heiß werden. Also ich kann da jetzt auch hinlangen und meine Hand verbrennt nicht. Aber meiner Meinung nach ist dieses Summen ein ganz großer Nachteil. Und eben auch das, dass ich jetzt mein altes Topfgeschirr weggeben musste und jetzt ein ganz neues brauche. Ich habe auch einen richtig tollen Wok, und der geht auch nicht, und ich würde es, glaube ich, nicht mehr machen mit einer Induktionsplatte. Was auch ein Nachteil war, ich habe mir Sachen von The Pamper Chef bestellt, diese Tops, diese Steinsachen. Und da gab es so einen tollen Stein, so eine Schale war das, konnte man dann auf den Herd legen und da etwas anbraten und dann in den Backofen schieben. Und das geht eben bei mir auch nicht, weil es nicht aus Eisen ist und eben nicht magnetisch. Was ich hier auch ganz schlecht finde, ist hier der Rand. Ich wollte eigentlich, dass die Herdplatte in der Arbeitsplatte drin ist, dass ich praktisch keinen Übergang habe. Hier habe ich einen Übergang, und ihr seht auch schon, hier sind ständig Brösel und Krümel drin, und ich sitze da dann mit dem Zahnstocher und mache das weg. Also man könnte es natürlich auch mit Silikon abdichten, aber das sieht dann wieder hässlich aus, und ja, das passt mir eigentlich nicht so ganz. Was ich hier an der Arbeitsplatte auch habe, und das habe ich mir so gewünscht, das war hier diese Arbeitsfläche, weil ich hier einfach meinen Fondant ausrollen kann und hier meine Torten dekorieren kann und einfach eine Fläche habe, die groß genug ist, um auch mal was Großes auszurollen. Und deswegen habe ich hier so eine Holzfläche gewählt, die man natürlich auch pflegen muss mit Holzpflegemitteln. Ja. Und wenn ich hier natürlich arbeite, habe ich hier einfach mein Backzubehör, habe die ganzen Schubladen mit genug Stauraum. Jetzt seht ihr hier schon mal die Schubladen, die ich hier drin habe. Und hier habe ich ja etwas weniger Platz von der Breite her, und das haben wir aber trotzdem genutzt. Hier habe ich zum Beispiel ein Barfach, was sich von oben nach unten öffnet. Da habe ich jetzt zum Beispiel mein Dekomaterial drin, habe den kleinen Raum genutzt, um das eben zu verstauen. Und ihr seht hier auch zum Beispiel, dass es qualitativ echt hochwertig ist mit diesen Zylindern hier. Hätte man zum Beispiel auch eine Schublade machen können, aber so ein Barfach, guck mal, ganz schnell auf, wirklich einfach nur einmal drauf. Hier habe ich eine Öffnung, da könnte ich jetzt zum Beispiel auch so Gläser verstauen. Ich habe 2 Kerzen drin, weil ich auch kein Fan bin von so viel Dekomaterial. Hier fehlt aber noch die Platte zum Abdecken, also das wurde hier falsch eingebaut und das fehlt hier noch. Und unten haben wir auch den Platz genutzt, und zwar ist es eine Schublade, die keinen Griff hat, sondern ich drücke einfach drauf und dann kommt sie raus. Und da habe ich jetzt im Moment meine Ausstecher drin und
kann so eigentlich mit wenigen Handgriffen die Schubladen öffnen und wieder schließen. Das ist natürlich mein Hauptarbeitsplatz und deswegen habe ich hier auch am Rand zwei Steckdosen. Ich finde es allerdings besser, wenn man die Steckdosen mit auf der Arbeitsplatte hat. Das hat meine Freundin zu Hause und zwar ist es hier dann so eine Öffnung, so kreisrund, dann drückt sie drauf und dann fährt so eine Schubladenleiste, so eine Steckdosenleiste hoch. Da kann man da alles einstecken und einfach wieder wegschieben. Hier kann es nämlich passieren, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Stabmixer mit Kabel, müsste ich den hier anschließen und bis zu meinem Topf rüber wird es gar nicht reichen. Deswegen habe ich zum Beispiel einen Stabmixer ohne Kabel und deswegen klappt das bei mir super, aber hier schließe ich dann zum Beispiel meine Küchenmaschinen an. Hier auf dieser Seite habe ich natürlich auch überall Schubladen drin und zwar, das habe ich hier jeweils drei kleine und drei flache, weil ich hier dann mein ganzes Werkzeug verstauen kann. Da habe ich auch so Schubladeneinsätze zusätzlich gekauft und das Ganze hier verstaut. Und habe aber auch hier unten große Schubladen, um auch große Sachen zu verstauen. Ja, und ich finde gerade, wenn man hier arbeitet, braucht man Schubladen. Wenn man jetzt hier Türen hätte, müsste die öffnen, dann stehen die ja im Weg rum. Und deswegen sind Schubladen hier immer besser und ich kann das hier schön verstauen. Hier seht ihr schon, ich habe hier genug Platz zum Arbeiten. Das heißt, auch wenn ich jetzt meine Spülmaschine aufmache, habe ich immer noch Platz und den Platz braucht ihr auch. Also ich weiß nicht genau wie viel, aber ich glaube fast, das sind 1 Meter. Und den Platz braucht ihr, wenn ich zum Beispiel hier stehe. Ihr könnt jetzt theoretisch meinen Mann auch noch am Herd was machen oder eben umgekehrt. Klar, natürlich. Ich mache was am Herd. Das war Wunschdenken. Ja. Hier im Hintergrund habe ich mein Spülbecken, was ich abgrundtief hasse. Und zeige ich euch auch wieso. Und zwar ist das eins aus Edelstahl. Ich wollte eigentlich eins aus einem anderen Material. Mein Mann wollte unbedingt Edelstahl. Und jetzt kann ich euch einmal die Nachteile eines schlechten Edelstahl-Spülbeckens zeigen. Und zwar, ich sage jetzt einfach auch die Marke dazu, weil mir die Marke absolut nicht gefällt. Das ist die Marke TK, wie auch meine Backöfen und mein Herd. TK ist so eine Hausmarke vom Küchenstudio und ich habe das jetzt halt gewählt, weil es natürlich auch eine Kostenfrage war und wir uns jetzt einfach mal hier für etwas Günstigeres entschieden haben. Aber das würde ich nicht mehr machen. Ich finde, gerade an den Geräten darf man echt nicht sparen, weil man dann einfach unglücklich wird. Hier stört es mich zum Beispiel total, dass ich ständig Kalkflecken habe. Ich habe ständig Verfärbungen. Wir trinken zum Beispiel viel Schwarztee und dann kippt man das hier eben aus und so weiter. Ich habe immer Verfärbungen, muss immer mit Scheuermilch oder sogar mit so einem Bleichmittel da rein, damit es überhaupt wieder hell wird. Und das finde ich total schrecklich. Und ich putze das wahrscheinlich 3-mal am Tag mit Scheuermilch, weil einfach ständig nach jedem Gebrauch Spülflecken entstehen und Wasserflecken. Und das ist einfach ein ganz großer Nachteil. Was mich hier auch stört, ist, dass das Spülbecken nicht tief genug ist. Also das ist jetzt von der Höhe her, reicht mir das einfach nicht, weil ich zum Beispiel auch große Backrahmen habe und Backformen habe und es mir einfach schwerfällt, hier zu waschen. Und die Armatur passt hier einfach nicht hin. Also das hätte eine Armatur sein müssen, die etwas höher ist. Auch mit so einem Auszug. Das erleichtert mir auch das Saubermachen, wenn man hier die Armatur nehmen kann und wie so ein Duschkopf hier sauber machen kann und so eine Armatur, so eine kleine, würde ich nicht mehr wählen. Also ja, das hat sich für uns als nicht so gut erwiesen. Ich mache jetzt einfach jetzt hier unten weiter und zwar habe ich unter meinem Spülbecken so eine Schublade, die normalerweise betätigt wird, indem man drauf drückt, aber da ist mir das Teil gerade abgefallen, das ist hier dieses. Also eigentlich drückt man da mit dem Fuß drauf und dann geht die Schublade von alleine auf, aber das ist irgendwie rausgegangen und da kam jetzt noch keiner, um das zu reparieren. Aber das wird wieder eingesetzt und dann geht es von alleine auf. Das hat den Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel Gemüse oder Obst wasche und putze, drücke ich da mit meinem Fuß drauf, das öffnet sich und dann kann ich einfach alles hier in meinen Mülleimer schmeißen. Und da sind wir eigentlich auch direkt in dieser Schublade drin. Hier habe ich einfach meine Reinigungsmittel. Hier oben meine Spülbürsten, die ich immer brauche und da ist es echt super, wenn ich oben arbeite und was abspüle, einfach mit dem Fuß drücken muss und das dann einfach rausholen kann und ich erst die Schublade aufmachen muss. Hier habe ich einfach 3 Mülleimerbehälter, in einem sammle ich immer mein Glas, das haben wir jetzt aber schon geleert und die anderen 2 habe ich für Müll. Und da finde ich, dürfte man auch nichts zu Großes nehmen, weil das riecht ja mit der Zeit. Deswegen
lieber jeden Tag Müll rausbringen und hat mal eben einen sauberen Geruch. Und außerdem hat man dann jeden Tag eine Beschäftigung für den Mann. Also das kenne ich eigentlich in meinem Freundeskreis auch so, dass Müll rausbringen immer so eine Männerarbeit ist. Achso, das war es bis heute. Ja, und ich mache das auch gar nicht. Also das macht, gut. Das macht mein Mann. Du machst es bis jetzt nicht, aber morgen machst du es. Ja, da habe ich eben, wie gesagt, so das Reinigungszeug. Ich ignoriere jetzt einfach meinen Mann. Hier habe ich direkt die Spülmaschine, die ich jetzt nicht öffne, denn ihr könnt hier unten sehen, da ist gerade ein rotes Licht, das heißt, die Spülmaschine läuft gerade. Und zu der sage ich deswegen später was, aber man hört sie gar nicht, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt. Und das kommt daher, weil ich die Spülmaschine ausgetauscht habe. Ich hatte am Anfang nämlich ein ganz schreckliches Modell, aber dazu sage ich später was, wenn ich euch die Spülmaschine zeige. Hier weiter habe ich auch wieder Auszüge, in denen ich jetzt leider noch kein System habe. Und zwar brauche ich noch mein System für innen drin, also für die Schubladen. Und zwar habe ich ja sehr große Schubladen, wie ihr sehen könnt. Und ich brauche da einfach Abtrennungen, wo ich dann zum Beispiel Deckel verstauen kann und Schüsselchen, damit die nicht ständig umfallen. Und um jetzt zu den großen Schubladen zu kommen, also ich bin jetzt kein Fan von, ich nenne euch Marken, sondern ich sage euch jetzt einfach, ich habe eine Schmittküche gekauft, weil die Schmittküchen einfach so sind, dass sie tiefer sind. Also ich habe jetzt hier keine 60 cm, sondern habe 75 cm, habe deswegen mehr Arbeitsfläche, also eine größere Arbeitsfläche, was für mich optimal ist, weil ich viel brauche. Und ich habe natürlich viel mehr Stauraum. Das kommt daher, weil sie nicht nur breiter sind, sondern auch höher. Also ich hätte sowieso, egal welche Küche ich genommen hätte, eine hohe Küche gebraucht mit 90 cm, weil ich eben auch groß bin. Und die Schmittküchen sind nicht nur breit, sondern auch sehr hoch. Und deswegen sind die Schubladen eben auch riesengroß. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, das ist jetzt echt ungeordnet. Aber ihr seht ja dann, wie es optimiert wird, wenn ich mein Schubladensystem habe. Und zwar brauche ich einfach was, um das alles abzutrennen. Hier habe ich noch eine Innenschublade. Und da kann ich dann eben kleinere Sachen abstellen. Hier ist so eine Gummilasche. Und das ist einfach super, weil man hier nochmal den Stauraum nutzt. Weil diesen Stauraum, da wird man ja nichts mehr reinstellen. Und so haben wir insgesamt bei den Schmittküchen etwa 66% mehr Platz, weil man eben die Breite hat, die Höhe und dann noch die Zwischenschubladen. Und das war einfach für mich ein Hauptargument, so eine Küche zu nehmen, weil für mich einfach der Stauraum sehr wichtig war. Auf der anderen Seite habe ich das Gleiche, deswegen zeige ich euch das nicht. Hier habe ich meinen Einbaukühlschrank und bevor wir den öffnen, zeige ich euch hier noch den Platz, den wir genutzt haben, um hier einfach so kleine Regale reinzumachen. Da habe ich jetzt einen Teil meiner Koch- und Backbücher drin und ein großer Teil hat leider nicht reingepasst, aber ich muss sowieso mal ausmisten. Hier habe ich einfach meinen kleinen Einbaukühlschrank und zwar war der uns zu klein, deswegen haben wir auch zwei. Und den hier nutze ich einfach für meinen Vorrat. Ich habe hier meine Eier immer drin, meinen Saft, mein Wasser zum Beispiel. Ich habe hier meine ganzen Sahne- und Milchprodukte und nutze den anderen Kühlschrank eben zum täglichen Gebrauch. Und unten habe ich noch so drei Gefrierfächer. Und das hätte uns einfach nicht mal im alltäglichen Leben gereicht. Stellt euch mal vor, ich habe eine große Torte, ich habe die LKW-Torte gemacht. Und ich habe hier nicht mal 50 cm, also das sind 40 cm maximal und da passt einfach gar nichts rein. Hier seht ihr meine Hochschränke. Ich habe jetzt viel hohe Schränke, also auch viel Platz. Ich habe sie fast bis unter die Decke machen lassen, aber natürlich nicht ganz, weil es auch nicht hübsch aussieht. Und ich habe die Schränke so gewählt, dass sie nach oben aufgehen. Und wollte auch, dass sie nach oben aufgehen. Weil man so einfach erstens sich den Kopf nicht anrennt, das mache ich nämlich immer ganz gerne, und zweitens stehen sie dann einfach nicht im Weg rum. Das heißt, wenn ich was arbeite, kann ich die auch einfach mal offen lassen und dann immer wieder was rausholen. Jetzt habe ich gerade das Piepen meiner Spülmaschine gehört. Das heißt, ich kann sie jetzt öffnen, sie ist fertig. Und zwar habe ich jetzt hier eine Spülmaschine, die sehr viel Platz im Innern hat, weil sie viel Stauraum hat. Die Spülmaschine, die ich vorher hatte, die war so schlecht, dass ich unten hier in diesen Besteckkorb nicht einmal meine Teigschaber oder diese Dinger reinstellen konnte, weil es dann so hoch war, dass sich das hier nicht mehr gedreht hat. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Wir haben die Spülmaschine dreimal einschalten müssen, bis überhaupt was sauber wurde. Es lag nicht an den Spültabs, es lag einfach an der Maschine.
Und bei mir war einfach der Geräuschfaktor noch so eine Sache. Meine alte Spülmaschine war auch sehr laut und diese hier, die hört man eigentlich kaum. Also ich kann die auch mal laufen lassen, wenn ich ein Video drehe. Und ich habe jetzt eigentlich nur das Piepen gehört. Und die ist echt super, weil sie auch die Knöpfe hier im Innern hat. Das heißt, die verschwinden, wenn ich es zumache. Und Samira kann nicht herkommen und mir wieder die Einstellung verdrehen. Das hat sie nämlich in der alten Küche immer gemacht. Jetzt zeige ich euch noch hier meine Rückwand. Und zwar habe ich hier eine Rückwand aus Parkett. Normalerweise nimmt man ja Rückwände aus Glas oder Milchglas oder Plexiglas, damit man sie einfach sauber machen kann. Aber ich arbeite hier im Hintergrund auch fast nichts. Also mein Herd ist nicht da, deswegen kann zum Beispiel keine Tomatensuppe an die Wand spritzen. Und deswegen war es mir jetzt nicht wichtig, ob das leicht zu reinigen ist oder nicht. Sondern ich wollte einfach, dass die Parkettrückwand zum Boden passt. Da haben wir nämlich auch ein Parkett und natürlich auch zu meiner Arbeitsplatte an der Insel. Und meine Arbeitsflächen sind grundsätzlich leer, weil ich es ja immer schön abwischen will. Und deswegen steht bei mir auch außer meiner Küchenmaschine, außer den beiden, nichts herum, weil ich auch sonst nichts jeden Tag im Gebrauch habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel keinen Toaster hier stehen, weil wir nicht jeden Tag Toast essen. Ich habe einen Wasserkocher noch da und meine Brotbox, weil die eigentlich so jeden Tag im Einsatz sind. Aber ansonsten ist die Fläche immer leer, damit ich während dem Kochen einfach Platz genug habe und da meine Sachen eben abstellen kann. Ich wollte eigentlich die Rückwand komplett leer lassen, habe aber dann gemerkt, ich brauche doch was zum Aufhängen. Zum Beispiel für mein Spülmittel, was ich immer hier abfülle. Ich hole mir nämlich immer diese Nachfüllpacks, die sind erstens günstiger und zweitens spare ich dann viel Verpackungsmüll, weil ich dann einfach große Nachfüllpacks nehme und es dann immer wieder da reinmachen kann. Und außerdem ist so die Dosierung viel einfacher, da drückt man einfach drauf und es kommt raus und ich muss nicht das in die Hand nehmen und ausschütten. Deswegen steht es hier oben, damit ich hier unten eben alles frei habe. Und hier habe ich einfach so mein wichtigstes Werkzeug hingehängt. Das ist übrigens so ein System von IKEA. Ich finde, so Systeme sind bei IKEA ganz gut, weil das immer so praktisch ist. Die arbeiten ja so, dass sie auf wenig Platz viel verstauen können. Und deswegen habe ich mir hier dieses System geholt mit den Haken, die man überall hinhängen kann. Ich habe zum Beispiel auch meine Töpfe bei IKEA gekauft, aber die finde ich absolut nicht gut, weil sie einfach, die waren günstig und sind auch günstig verarbeitet. Also man kann es jetzt nicht mit hochklassigen Töpfen vergleichen, nicht nur wegen dem Geräuschpegel, was eben entsteht, wenn ich es auf dem Herd habe, sondern auch wegen der Reinigung, wegen der Handhabung. Die sind immer heiß und ich würde dort eigentlich nur so Systeme holen, wenn sich was anbietet, aber zum Beispiel Werkzeug, wie mein Küchenwerkzeug oder Vorratsdosen oder so, würde ich da auch nicht holen, weil für mich solche Sachen nachhaltig und langfristig einfach leben müssen. Und ja, deswegen. Bei Vorratsdosen zum Beispiel, das zeige ich euch aber in meinem anderen Video, lege ich dann zum Beispiel Wert drauf, dass sie gut sind, weil man sie ja ständig öffnen und schließen muss. Und wenn man da einfach nicht drauf achtet, auf die Qualität, kann es sein, dass die Deckel kaputt gehen und dann hat es einfach voll gekostet. Ich habe zwei Backöfen, da werde ich ja auch immer oft danach gefragt, Sally, wieso hast du zwei Backöfen? Oder die Frage, wieso hast du jetzt plötzlich zwei oder drei Küchenmaschinen? Und ihr braucht es natürlich nicht, aber ich mache so viele Videos, ich backe und koche so viel, dass ich es halt brauche. Meine Küchenmaschinen brauche ich, weil ich sie getestet habe und weil ich einfach parallel oft vieles gleichzeitig mache. Meine zwei Backöfen brauche ich, weil ich eben auch viel parallel mache. Das ist für mich einfach Zeit sparen und ihr braucht natürlich keine zwei Backöfen. Aber ich zeige die euch mal. Übrigens sind die auch von TK und ich bin sehr unzufrieden. Und ich zeige sie euch jetzt, was ich schlecht finde und tausche sie dann hoffentlich demnächst aus, wenn ich gute Backöfen gefunden habe. Was ich nicht schlecht finde, sind diese Knöpfe, die man eben verdrehen kann und wieder reindrücken kann. Aber es gibt mittlerweile auch Öfen ohne Knöpfe und die bevorzuge ich. Weil erstens mal finde ich, die Knöpfe, die wackeln halt immer und ich mag das auch nicht. Also dieses ständige Rein und Raus und Drehen. Das Hauptargument gegen diese Knöpfe ist, ich kann meine Temperatur nicht genau einstellen. Also ich weiß weder, was jetzt 50 Grad sind, 90 Grad, 200 Grad. Ich kann es nicht einstellen. Es hat keine... Komm mal her. Ich weiß jetzt nicht, ist der Strich jetzt 50 oder ist das jetzt zwischen 50 und 90? Habe ich jetzt so 90? Keine Ahnung. Das Wichtige ist auch hier die Verarbeitung. Ihr seht zum Beispiel hier die Spaltmaße, die hier stimmen. Und was ich aber hier ehrlich gesagt nicht mag, und ich frage mich auch, wieso man das macht,
wieso hier jetzt so ein Spalt drin ist. Also das ist eigentlich für mich nur ein Spalt, in dem sich Staub absetzt, aber ansonsten hat das für mich keinen Grund. Also ich finde, das hätte man auch ganz zumachen können. Und hier habe ich zwar alle Funktionen, also ich habe hier Ober- und Unterhitze, Umluft, Heißluft, Grill, Unterhitze, nur Oberhitze, Kühlfunktion. Ich finde, das braucht man eigentlich nicht in jedem Haushalt. Meine allererste Küche in der ersten Wohnung, wisst ihr ja, ich hatte einen Ofen, der hatte nur Ober- und Unterhitze. Und ich bin damit 5 Jahre ausgekommen. Aber natürlich ist es für mich jetzt perfekt, wenn ich auch Umluft oder Heißluft habe, um zum Beispiel auch Baiser-Maße zu machen. Unter meinen Ofen habe ich auch den Platz genutzt, um Stauraum zu schaffen. Das sind auch die einzigen Schränke mit den Türen, die eben so nach außen aufgehen. Ich würde es nicht mehr machen, ich würde das nächste Mal auch hier Auszüge machen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel nämlich mein ganzes Backzeug drin, was ich da drin verstaut habe. Es steht alles noch irgendwie ungeordnet und ich brauche da ein System drin und es geht einfach schwierig in so Schränken. Also ich hätte da lieber Auszüge drin und könnte da zum Beispiel meine Bleche reinstellen und einfach rausnehmen. Hier muss ich jetzt zum Beispiel, hier muss ich jetzt zum Beispiel alles immer rausnehmen, das Blech rausholen oder das Gitter und ja, ich finde es einfach nicht optimal. Zum Beispiel habe ich hier meine ganzen Steinprodukte und muss jetzt immer aufpassen beim Rausziehen, dass nichts runterfällt. Und auch da hätte ich eben das lieber in so einer Schublade drin, wo ich drauf gucken kann und einfach alles rausnehmen kann. Was ich hier nicht mag, das hat jetzt aber mit der Qualität nichts zu tun, sondern ich hasse diese Griffe. Ich wollte eigentlich eine Küche ohne Griffe und irgendwie hat man mir dann das hier angedreht. Ich will nämlich nicht, dass obendrauf der Griff ständig verstaubt, weil da fällt halt immer mal wieder was vom Backofen runter oder beim Kochen hier auf diese Schublade. Und ich hatte eigentlich keine Lust, hier ständig diese Leiste hier abzustauben. Jetzt ist es halt so und ich lasse es so, aber normalerweise mag ich gerne Küchen ohne Griff. Und ich habe vorhin noch vergessen zu erwähnen, dass ja meine Fronten matt sind, also nicht Hochglanz. Ich wollte ursprünglich Hochglanz, das ging aber nicht wegen der Kamera und wegen dem Licht, weil es dann immer spiegelt. Deswegen habe ich matte Küchen und auch hier habe ich das Problem mit den Griffen, dass sich hier der Staub wieder absetzt und ich das absolut nicht mag, wenn man da so eine Rille drin hat. Und jetzt zeige ich euch einfach noch kurz meinen Kühlschrank. Und zwar wollten wir so ein Side-by-Side, also einen mit so 2 Türen. Es gibt ja welche, die haben rechts einen Kühlschrank und links den Gefrierschrank. War uns aber dann zu klein, weil man so dann einfach weniger Platz hat. Dann hätte ich ein Gefrierfach, was nur so breit ist und einen Kühlschrank, der nur so breit ist. Und deswegen habe ich einen Kühlschrank gewählt, eben mit 2 Türen. Zeige ich euch gleich. Ich will euch aber noch kurz die Front zeigen. Und zwar habe ich hier einfach die Digitalanzeige. Da steht die Temperatur drauf und die kann auch ich einstellen. Also wir haben 8 Grad im Kühlschrank und minus 18 im Gefrierfach. Und viele Kühlschränke haben ja hier dann noch so ein Barfach, wo dann Eiswürfel rauskommen oder wo man dann hinten zum Beispiel auch ein Wasser reinfüllen kann und so weiter. Wollten wir nicht, weil wir einfach nicht so die Eiswürfeltrinker sind und so Kaltgetränke. Wenn, dann habe ich da mein Wasser im Kühlschrank oder eben hinten oder ich nehme einfach die Eiswürfel aus dem Fach. Und dieser Kühlschrank ist echt super, weil der einfach groß ist. Ich konnte da meine LKW-Torte komplett reinstellen. Der hat über 60 cm, also ich glaube, der hat sogar 70, 75, vielleicht auch 80. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Und ich habe hier einfach unsere Sachen drin. Das zeige ich euch aber im Organisationsvideo. Eben so tägliche Sachen, Frühstückssachen, Obst, Gemüse. Hier habe ich zum Beispiel, das sieht man hier durch, mein Obst und Gemüse. Und da ist hinten so ein blaues Licht drin. Und es hilft einfach, dass das Obst und Gemüse länger frisch bleibt und nicht so schnell eben gärt. Deswegen haben wir das hier genommen. Und so ein Side-by-Side-Kühlschrank mit diesen 2 Türen, wo man eben einen Kühlschrank hat, nennt man übrigens French Door. Der piepst jetzt, weil ich ihn jetzt länger als 1 Minute offen hatte. Und unten habe ich nicht ein großes Kühlfach, sondern habe 2 kleine Kühlfächer. Das war jetzt meine Küche und ich zeige euch jetzt einfach mal gegensätzlich dazu noch eine andere Küche und nehme euch jetzt einfach mal mit. Hier bin ich jetzt zum Beispiel in der Küche, in der ich euch einiges zeigen kann. Das ist jetzt die Küche von einem Freund von meinem Mann. Und zwar ist es jetzt auch eine kleine Küche. Also man kann es jetzt nicht mit unserer Küche vergleichen. Das ist jetzt mehr so eine Studentenküche, einfach klein. Eine Kochstelle, ein Spülbecken, ein paar Schränke. Und ich möchte auch gar nicht diese Küche mit meiner vergleichen, sondern einfach die einzelnen Elemente.
Hier kann man zum Beispiel erkennen, dass schon die Schränke anders sind, die Hochschränke. Also das sind Türen, die nach außen aufgehen und hier zum Beispiel mit Scharnieren festgemacht sind. Und hier sieht man beispielsweise hier schon, das wird irgendwann aufplatzen, weil das nicht richtig eingestellt wurde und es hier dran eben schürft. Und so Türen zum Beispiel wollte ich daheim gar nicht, weil ich eben so jemand bin, ich schlage mir da dann gerne mal den Kopf an. Und deswegen gehen bei mir daheim die Türen eben nach oben und nicht zur Seite. Ich bleibe gerade hier stehen und mache mal mit der Dunstabzugshaube weiter. Und zwar ist es eben so eine Dunstabzugshaube. Ihr seht, ich bin 1,76 Meter groß oder 75. Und ich bin so ein Kandidat, da haue ich mir auch immer gerne den Kopf an. Meine Mama hat die daheim nämlich auch so. Und die hängt einfach tief und ich will dann vielleicht in den Topf gucken und dann stoße ich mir eben den Kopf an. Und die müssen aber so hängen, weil nämlich der Abstand hier nicht zu hoch sein darf, weil ansonsten die Dunstabzugshaube gar nichts bringt. Da gibt es aber auch Lösungen, dass es eben die Dunstabzugshauben dann an der Wand gibt. Das ist dann so eine, wie so eine Scheibe, die ist dann oben so ein bisschen raus und da haut man sich dann nicht den Kopf an. Oder direkt in Ding. Ah genau, oder es gibt welche, die sind direkt hier, da gibt es dann so Spalten und dann zieht es die Luft. Also diesen Dampf und alles mögliche, alles darunter, das gibt es auch. Aber die sind natürlich relativ teuer. Also ich glaube sogar, dass ein Modell da 4.000 Euro gekostet hatte. Und das war für uns absolut gar keine Lösung. Deswegen haben wir bei uns diesen Decken Lufterfrischer oder Luft, wie sagt man da? Abzugshaube. Die Abzugshaube. Dann kann man hier an der Front ganz gut sehen. Also das ist jetzt eine farbige Front. Und da ist es leider so, dass die, das sind einfach so Spanplatten. Und hier sieht man, dass zum Beispiel hier schon der Lack abbricht. Also der Lack wird hier auch irgendwann weggehen. Hier ist zum Beispiel auch so, egal ob ihr jetzt einen Wasserkocher zum Beispiel hier habt oder auch der Wasserdampf aus dem Topf kommt, da kommt immer ein bisschen zu den Schränken. Und deswegen müssen so Fronten immer ganz gut versiegelt sein. Und da macht sich es eben bemerkbar, spätestens, ihr seht es hier schon, spätestens nach 3-4 Monaten wird ihm das hier leider abbröseln. Und man kann da auch mit dem Daumen drüber gehen. Also man sieht schon, das ist nicht mehr glatt. Und ich finde, da darf man nicht sparen, weil da hat man dann einfach Folgekosten. Dann haben wir hier das Waschbecken. Ich meine, man sieht auf den ersten Blick, das ist ein Männerhaushalt, da ist es nicht so sauber wie bei einer Frau. Wobei ich jetzt keine Männer hier irgendwie diskriminieren will. Es gibt auch sehr saubere Männer. Aber das ist auch so ein Edelstahl-Waschbecken und ihr seht auch schon die Flecken und ich mag das ja auch bei mir zu Hause nicht. Hier sieht man allerdings auch, das Waschbecken ist nicht tief genug. Hier haben wir zum Beispiel ein ganz kleines Waschbecken, also da kann man vielleicht mal Wasser reinfüllen und was Kleines waschen, aber bei einem großen wird es schon schwieriger, das Wasser tropft dann alles nach außen. Und man kann hier auch sehen, der Handwerker, der hier war, der hat es absolut nicht gut gemacht, denn die Silikonfuge ist nicht gut. Also ihr seht hier, erstens mal, hier ist sie kaputt und zweitens mal hier, da ist ja schon Feuchtigkeit drin und dadurch wird einfach die Arbeitsplatte feucht. Die Arbeitsplatte quillt von hinten auf, weil es auch wieder nur eine Spanplatte ist, eine dickere. Die Rückwand geht kaputt und das heißt, die Küche hebt eigentlich nicht mal ein Jahr, denke ich mal, weil das leider nicht gut verarbeitet wurde. Hier haben wir zum Beispiel die Spülmaschine, also über das Innere will ich gar nicht sprechen. Das ist eine ganz normale Spülmaschine, da passt, denke ich, alles rein. Sie ist hier auch nicht ganz hoch, also das ist jetzt zum Beispiel so ein Modell, wie ich daheim erzählt hatte, da, so wie ich vorher hatte, dass es zu tief ist und nicht mal meine Teigschabe reingepasst haben, weil sich dann das nicht mehr drehen konnte. Aber was ich hier nur zeigen wollte, war, hier sind die Knöpfe außen angebracht. Für einen Haushalt, der keine Kinder hat, ist das alles okay. Aber ich zum Beispiel habe die Samira und die hat früher immer an den Knöpfen rumgedrückt. Und es war dann natürlich total blöd, wenn du die Spülmaschine einschaltest und dann kommt irgendwann dein Kind vorbei, drückt und dann geht entweder die Spülmaschine an oder aus. Und das ist natürlich nicht so gut. Hier kann man sehen, die Unterschränke sind auch eigentlich nur so Schränke zum Öffnen. Und hier sieht man zum Beispiel, gerade unterm Waschbecken empfiehlt es sich immer, einen Auszug zu haben, weil man... Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Lappen wollte, müsste ich jetzt alles rausräumen, um da hinten dran zu kommen. Ich habe einen Auszug, ich hole alles raus, kann von oben reingucken und es spart mir Zeit, weil ich nicht jedes Mal alles umräumen muss und einfach gucken muss, was stelle ich jetzt vorne hin und was stelle ich nach hinten. Ich bin halt ein Auszugsfan. Also ihr seht schon, das ist für mich die Albtraum-Musterküche. Ich habe die vorher auch nicht gesehen, mein Mann hat mir nur davon erzählt, aber das ist jetzt echt
Das Vorführmodell. Hier sind wir wieder bei den Fronten und zwar bei diesen Schränken eben. Ah ja, hier genau, guck mal, die Töpfe zum Beispiel. Da muss man, wenn ich jetzt einen Topf will zum Nudelkochen, muss ich da hinten dran. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Pfannen rausholen, dann den Topf, dann wieder einräumen und das Ganze beim Spülmaschinen ausräumen schon wieder. Und deswegen ist ein Auszug immer besser. Ich gucke von oben rein und fertig. Aber was ich hier eigentlich zeigen wollte, war hier der Maßabstand da. Ihr seht die Türen und diese Scharnieren, das ist so eine elendige Arbeit, das einzustellen. Die Tür müsste eigentlich so hängen und eigentlich auch weiter nach rechts. Und dann wird sie gut hängen, aber hier sieht man einfach. Das wird sich auch mit der Zeit wieder hängen. Also er kann das jetzt einstellen, hat er bestimmt auch gemacht am Anfang. Und dann irgendwann, weil er ständig auf und zu macht, auf und zu macht, legt sich das sowieso wieder runter. Kleiner. Hier haben wir den Backofen, der auf eben unter dem Herd ist. Und das war ja früher Standard, aber für mich war das ein No-Go, weil ich backe so viel und ich habe mich ständig runterbücken müssen, wieder hoch, wieder runter. Und zum Putzen ist das eine absolute Katastrophe, weil muss man ja so putzen, dann haben wir das hier offen und dann muss man das hier rein und ich habe da ständig Rückenschmerzen gekriegt. Und deswegen bin ich froh, dass ich meine zwei Öfen oben habe, auf Augenhöhe oder halt eben in meiner Höhe, wo ich stehen kann. Und auf jeden Fall ist es viel, viel angenehmer. Was ich hier ganz cool finde, das habe ich zu Hause nicht. Und zwar sind es diese Apothekerschränke, weil man da einfach von beiden Seiten gut drankommt. Da kann man gut Gewürze und so weiter verstauen, Vorräte. Also da könnte man jetzt zum Beispiel die Gewürzvorräte reinmachen, Mehl, Zucker und so weiter. Ich bräuchte da natürlich einen größeren, weil ich viele Vorräte habe. Aber hier könnte man so das Wichtigste reinmachen. Und da gibt es auch welche, die dann hier durchsichtig sind, finde ich besser, weil man dann auch vielleicht mal kleinere Sachen drin hat, die man dann von der Seite auch sehen kann. Aber an sowas haben wir in unserer Küche jetzt nicht gedacht und das hat von der Planung her, denke ich, vielleicht nicht mal reingepasst. Aber irgendwann in Zukunft will ich das auf jeden Fall wieder mal haben. Hier haben wir jetzt den Kühlschrank und auch hier sieht man wieder das Maß, stimmt natürlich nicht. Hätten wir alles gut einstellen müssen. Hier ist es jetzt so, dass wir eine Gefrier-Kühl-Kombi haben, wo oben dann das Kühlfach ist. Das dreckige Kühlfach. Pfui. Und unten der Kühlschrank. Oh, da geht. Hier der Kühlschrank und der ist ziemlich weit unten. Also wenn man da ans Gemüsefach will, muss man da ziemlich weit runter. Ja, mein Gott, das ist halt ein Männerkühlschrank. Was hat denn der für Eier? Eins. Freilandhaltung. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Ja, ich denke, zu dieser Küche war eigentlich genug gesagt und ich gehe wieder in meine Küche. Natürlich kann man die zwei Küchen, also diese Küche von unserem Freund und meine Küche jetzt nicht vergleichen, ist natürlich ein preislicher Unterschied. Ich kann ja auch kein Fiat mit einem Mercedes vergleichen. Aber ich wollte euch einfach mal die Verarbeitungsunterschiede zeigen. Es macht zum Beispiel auch einen Unterschied, ob ich jetzt eine Küche für mich kaufe, für mein Haus, für meine Wohnung, oder ob ich zum Beispiel in Miete wohne und weiß, in 2, 5 Jahren ziehe ich wieder aus. Also man muss immer wissen, investiere ich jetzt Geld oder investiere ich es nicht. Unsere Küche habe ich in einem Küchenstudio gekauft. Wir waren auch vorher in einem Möbelhaus und haben uns da beraten lassen. Es war ein großes Möbelhaus, kennt ihr auch alle, und ich habe mich dann dagegen entschieden. Und dann bin ich eben zu einem Küchenstudio gegangen, was bei uns regional ist, vor Ort, und habe mir das angehört. Die machen auch nur Küchen und das ist einfach ein großer Unterschied gewesen, weil ich weiß, die stellen nur Küchen her, planen den ganzen Tag nichts anderes als Küchen und kennen sich damit aus. Meine Erfahrung war jetzt auch, dass das Küchenstudio vor Ort nicht teurer war als ein großes Möbelhaus. Das stellen sich wahrscheinlich viele so vor, Küchenstudio teurer, aber das ist gar nicht so. Also unterm Strich bin ich sogar wahrscheinlich etwas günstiger rausgekommen, weil es individuell auf mich zugestimmt wurde. Und ich zeige euch jetzt einfach mal und gebe euch einfach mal noch ein paar Tipps zum Küchenkauf und vielleicht helfen die euch ja ein bisschen weiter. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, macht euch schon mal grob Gedanken darüber, wie viel Geld ihr überhaupt ausgeben wollt. Sagen wir mal, ihr wollt oder ihr könnt 8.000 Euro für die Küche ausgeben, das ist euer Budget, dann sagt dem Küchenhersteller, ich kann 6.000 abgeben. Auf die 8 kommt ihr sowieso, weil dann immer noch was einfällt, dass man sagt, ach, das muss noch mit rein und dieses muss noch mit rein. Und deswegen würde ich generell eher den niedrigeren Preis sagen, denn teurer wird es immer, niedriger wird es eigentlich nicht.
Es kommt dann wahrscheinlich meistens so, dass ihr sagt, ich gebe 8.000 Euro aus, sagt es dem Küchenhersteller, am Ende seid ihr bei 10. Und dann heißt es, okay, vielleicht nehme ich doch die günstigere Spüle oder die günstigere Armatur und dann spart ihr an den falschen Ecken. Also setzt lieber etwas tiefer an und das wird von alleine etwas teurer. Und Küchen, die gibt es echt von einem kleinen Budget ab bis zu einem hohen. Ich kann 100.000 Euro für eine Küche zahlen oder auch nur 10.000 oder nur 4.000. Mein Tipp Nummer 2, ein seriöser Küchenverkäufer, der wird euch auch sagen, dass ihr die Geräte auch gerne woanders kaufen könnt, zu einem günstigeren Preis. Einem Freund von uns ist es nämlich so passiert, er hat im Internet natürlich nachgeschaut nach Küchengeräten. Natürlich sind die im Internet günstiger und er wollte sie dort bestellen. Und die Küche, die er gekauft hat, bei einem Möbelhaus hätte er nicht kaufen dürfen ohne Geräte. Ein seriöser Hersteller würde jetzt sagen, okay, ich verkaufe euch die Küche, an den Geräten verdiene ich sowieso nicht so viel, kauft die Geräte woanders. Ich empfehle euch aber trotzdem, die Geräte bei einem Fachmann zu kaufen und nicht im Internet. Ich habe im Internet schon ein bisschen meine Erfahrung gemacht mit Großgeräten, also ich würde jetzt keinen Herd oder Ofen oder sonst irgendwas im Internet kaufen, sondern würde da eben zu einem Fachmarkt gehen und es dort holen. Und wir haben unsere zwei jetzt aus dem Küchenstudio. Wie gesagt, leider die Küchenstudio-Marke. Aber das wäre so mein zweiter Tipp, einfach mit den seriösen Küchenverkäufern. Mein nächster Tipp ist, lasst euch nicht unter Druck setzen. Ich kenne es oft von Messen, dass es dann heißt, unterschreibt heute, denn nur heute gibt es dieses Angebot. Und auch viele Küchenhersteller oder Möbelhäuser machen das so, die dann sagen, unterschreibt heute, ansonsten verfällt es die Aktion oder so. Und deswegen lasst euch nicht unter Druck setzen, überlegt zu Hause nochmal und überlegt, was möchte ich, wie möchte ich es, von wem will ich es. Ihr braucht euch von keinem hetzen und von keinem drängeln lassen. Mein nächster Tipp ist, ihr sollt handeln. Und zwar sind gerade bei Küchen oder auch anderen Möbelstücken sehr hohe Gewinnmargen drin. Deswegen informiert euch gut über die Preise. Und oftmals ist es so, dass es zum Beispiel einen teuren Markenhersteller gibt und der verkauft seine Marke sehr teuer. Und der gleiche Hersteller verkauft die gleiche Küche unter einem günstigeren Namen viel günstiger. Deswegen informiert euch da über die Marken und handelt einfach. Und mein nächster Tipp, zahlt niemals den vollen Betrag auf einmal im Voraus. Wir haben den Fehler gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen es weghaben. Dann ist die Küche abgezahlt und ich kann meinen Kopf frei haben für anderes. Das war wahrscheinlich unser großer Fehler, dass wir bis heute, noch 4 Monate nach unserem Küchenkauf, immer noch auf Sachen warten, wie zum Beispiel die Innenausstattung. Ich hätte es jetzt im Nachhinein so gemacht, die Anzahlung gemacht und dann erst den kompletten Betrag abgezahlt, wenn alles dasteht. Also das müsst ihr echt immer als Druckmittel einfach benutzen. Und fallt auch nicht auf Angebote rein, wie zum Beispiel aus Prospekten von Möbelhäusern oder auch aus dem Internet. Wenn da zum Beispiel steht, diese Küche gibt es für dieses Angebot, dann hat es meistens den Haken, dass ihr sie genau wie abgebildet nehmen müsst, wahrscheinlich noch ohne Geräte. Und sobald ihr eine klitzekleine Änderung machen müsst, zum Beispiel die Arbeitsplatte 10 cm kürzen müsst, kostet die Küche euch vielleicht 1.000 Euro mehr, weil sie sagen, nö, so war das nicht geplant und tut uns leid. Im Internet würde ich generell keine Küche bestellen. Ich meine, das ist ja nicht irgendwie so ein Blog zum Draufschreiben, sondern das ist eine Küche, in der ihr arbeiten müsst. Ihr müsst mal dran stehen, ihr müsst die Schubladen öffnen, die Schränke öffnen. Ihr müsst einfach gucken, passe ich überhaupt zu der Küche oder passt die Küche zu mir? Und deswegen würde ich ein Internetkauf bei Küchen sowieso immer generell ablehnen. Und mein letzter Tipp, ich greife es nochmal auf, unterstützt eure Händler vor Ort. Das hat nicht nur den Vorteil, dass ihr die Wirtschaft eures Ortes etwas unterstützt und den Händler vor Ort unterstützt, sondern auch, bei uns war es so, wir haben dem Händler gesagt, wir hätten gerne eine Küche bei ihm und er ist sofort mit uns mitgegangen, hat die Küche abgemessen. Wenn irgendwas ist, dann kommen die in der Regel auch schnell und ihr müsst nicht warten, bis irgendwoher ein Techniker oder ein Handwerker kommt. Man sagt ja auch immer, geh nicht fort, kauf vor Ort. Und in diesem Sinne war das eigentlich schon mein Küchenvideo. Euch erwartet jetzt in nächster Zeit, und das wird jetzt versprochen, sehr bald kommen, wird mein Organisationsvideo kommen, sobald ich ein System in meiner Küche habe. Es werden meine Werkzeuge kommen, die ich gut und schlecht finde. Es werden die Küchenmaschinen endlich vorgestellt, die ich jetzt lange Zeit getestet habe. Und natürlich gibt es ganz viele leckere Rezepte. Und ich freue mich einfach aufs nächste Mal wieder. Schreibt mir unten in die Infobox, ob ihr vielleicht gerade beim Küchenplanen seid, ob ihr euch eine Küche gekauft habt. Vielleicht habt ihr mal gute oder schlechte Erfahrungen gemacht und könnt sie mit uns teilen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und vielleicht konnte ich ja auch den einen oder anderen Tipp geben. Da freue ich mich auch drüber, wenn ihr mir dann Feedback gebt, ob euch dieses Video geholfen hat. Und ich wünsche euch noch allen einen ganz, ganz schönen Tag. Bis bald. Tschüss.